Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter 4 Ultimate. Ja, das letzte Mal haben wir die Mitte des High Ranks erreicht, würde ich sagen. Wir haben Jägerrang 6 angefangen. Ah, ne, 5. Verdammt. Wir sind noch bei 5. Ah, wir sind beinahe fertig bei 5, so war das. Wir waren eigentlich schon fertig bei 5, dann hat uns aber der Gildenmeister noch jede Menge Zeug gegeben und deswegen sind wir jetzt kurz vor 6, kann man sagen. Meine Katze ist vollständig. Oh ja. Ja, wir sind an sich kurz vor 6. Jetzt machen wir hier noch ein paar rasende Monster. Und dann kann es auch schon in Richtung weitergehen. Wirklich Richtung Mitte High Rank. Weil der High Rank hat ja scheinbar 4 Stufen. Und das heißt, wenn wir bei Jägerrang 5 sind, dann ja, sind wir so mehr oder weniger Mitte. So, kontrollieren wir nochmal kurz das Equip von jedem. Wir haben hier, dass alles passt. Wir haben hier alles passt. Ich hätte es auch... Es wäre sehr enttäuschend gewesen, wenn es bei dir nicht gepasst hätte auf Plagueis. Und Blobfox, was hast du denn von deinem Quip? Narcilla, Ioprey, aha, Fanguro und Giftnichtig. Interessante Kombination. Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken. Gut, Kibaro hat ihn, Dingset. Bei der Verteidigung 306. Und 457. Und 200. Okay. Wie viel habe ich denn eigentlich? Ich habe 438. Okay. Gut. Das heißt, Blobfox, dein Equip ist ein bisschen schwächer von Verteidigung, aber ich glaube, wir werden es trotzdem schaffen. Schauen wir mal. Und jetzt gehen wir mal los. Was haben wir denn hier für Quests? Was? Alatrion-Rüstung? So. Wow, 4 Seiten mittlerweile. Drachenversammlung. Ratian, Rathalos und Tigrex. Das ist eine coole Quest. Und hat auf jeden Fall eine Donnerschwäche. Ah, Donner und Drache, ja. Okay, behalten wir so. Das ist eine richtig, richtig coole Quest, muss ich sagen. Da bin ich wieder. Willkommen zurück, Temlavar. Sehr schön. Ah, da haben wir wieder fortgeschrittene Quests. Na gut, okay. Beste Ohrstöpsel mit SNS macht keinen Sinn. Wieso denn nicht? Ja gut, man könnte es blocken, aber trotzdem. Ich weiß, ich weiß. Ah, du bist ja noch beim... Oh, Drache, kann ich eine andere Waffe schnell holen? Ja, natürlich. Keine Sorge. Spannsaft behalten wir mal. Wir müssen uns eh noch ausrüsten. Ich war mit 357 Def im G-Rank, also Blobfox wird schon. Na gut, ist natürlich immer die Frage, ob man jetzt vom erfahrenen Hunter spricht oder vom Neuling. Ich denke, Leute, die neu mit dem Spiel sind, werden sich dann noch mal ein bisschen schwerer tun. Mit weniger Verteidigung. Aber ja, wird schon. Keine Sorge. Du spielst gerade auch Monster Hunter, dann natürlich viel Spaß. Dungmompen, die sind gar nicht schlecht. Gravias-Panzer können wir noch wegpacken. Das passt mir eigentlich alles soweit. Wunderbar. Ja, 6 zu vervollständigen. Okay. Gut. Damit, ich sollte noch essen. Essen wäre vielleicht keine schlechte Idee, habe ich gehört. So, das und das. Sehr schön. Und dann geht's auch schon los. Die drei Monster sollten auf jeden Fall nicht ganz so viel aushalten. Ist aber eine fiese Combo. Das auf jeden Fall. So. Okay. Und los geht's. Ja, alles blinkt. Wunderbar. Du kannst mich ruhig fragen, wenn du was nicht verstehst, okay? Ja, werde ich tun, aber du weißt schon, dass das nicht mein erstes Monster Hunter ist, ne? Wann wechselst du die Gruppen? Kurz nach 8 werden die Gruppen gewechselt. Also kurz nach 20 Uhr. Rathalos und Ratian sollten eigentlich eher im Nest spawnen, nicht wahr? Wow, wir haben 2 in der Höhle und 2 im Dings. 2 im Startgebiet. So, und da nochmal. Wunderschön. Und damit sind wir beinahe oben. Ich glaube zumindest, dass... Ich weiß jetzt halt nicht, ob die gleichzeitig spawnen. Nein, tun sie scheinbar nicht. Das heißt, die Ratian spawnt unten. Ja, okay. Oder Rathalos, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn sie zusammenkommen, dann spawnt eine im Nest. Ich
Bin mir aber jetzt nicht sicher. Dann bin ich gerade im ziemlich großen Scheiß zusammengelaufen. Naja, egal. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Sonst dann für den 2 war toll. Plessy Hitbox OP. Naja. Es ging jetzt. Ich muss mich wirklich nie über die Plessy Hitbox beschweren. Außerdem merkwürdig, so in den Chat zu kommen. Ah, nee, da warst du gerade. Ich dachte schon, du wärst gerade eben neu im Jet. Ich habe dich nämlich davor nicht gelesen. Aber ja, ich fand ihn jetzt wirklich nicht so übertrieben, wie jeder immer sagt. Ging eigentlich. Das Schlimmste war, ihn aus dem Wasser zu holen. So, und dann komme ich auch mal endlich. Meine Güte. Dragon, kannst du nachher mal dein Equip zeigen? Natürlich kann ich das. Kein Problem. So, dann gehen wir mal wieder los auf die Ratian. Oh Gott, na wow, ich bin gerade eben voll nicht drin. Ist auch, naja gut, ist wieder 2 Wochen her, dass ich Monster Hunter gespielt habe. Und ich bin, ja, wie gesagt, irgendwie gerade ein bisschen arg draußen. Ist gerade eben irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, okay, hingefallen, sehr schön. Schön. Damit haben wir auf jeden Fall den Erzdämonen-Modus und jetzt können wir so ein bisschen runterkloppen. Das sollte ziemlich gut gehen. Vor allem, die sollte eigentlich echt nicht so viel aushalten. Wobei, nee, es ist keine fortgeschrittene Quest. Das heißt, es ist an sich Anfang High Rank. Au, wow. Okay, und du bist drauf. Wunderbar. Gegengift habe ich jetzt natürlich wieder keine mitgenommen. Ach, ich hasse das. Mache ich immer wieder den Fehler. Hm. Oh, danke. Wäre jetzt nicht nötig gewesen, aber danke. Und danke. Ja, das Gift hätte ich schon überlebt. Okay, Schweif ab. Wunderschön. Da nochmal und da humpelt sie schon. Wow, okay. Wir machen mehr Schaden, als ich dachte. Das ist gut. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. So, Gift hat auch wieder aufgehört. Und da haben wir noch eine Schuppe. Naja. Besser als gar nichts. Dort hoch. Na gut. Müssen wir halt ein bisschen laufen. Kriegen wir aber schon hin. Ja, dann haben wir die Ratian schon. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, dass die Monster dann einzeln... Ja, wobei, einzeln ist bei 3 eigentlich sinnvoll. Ratian und Rathalos wäre zwar interessanter gewesen dann gleichzeitig, aber naja. Ich fände es eh mal cool, wenn alle 3 Monster gleichzeitig kommen. Das würde ich mal als eine coole Sache finden, aber ansonsten... Ja, ansonsten geht's eigentlich. So, bekommen wir noch irgendwas Schönes raus... Ein Höllenbeutel, naja. Naja. Man kann immer mal gebrauchen, sagen wir es so. Ich weiß ja nicht, was ich noch so alles tun werde. So, und der Rathalos, der sollte im gleichen Gebiet spawnen, beziehungsweise im Wasserfall. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Wir folgen mal Kibaru. Der bleibt hier oben stehen. Spawnt er hier? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Der Rathalos, wo der spawnt. Na gut. Also doch im Wasserfall. Okay. Ich habe eine Darin-Moran-Rüstung. Okay. Ich nicht. Okay, er ist auf jeden Fall da. Er ist nämlich ungesehen. Wo rennen wir eigentlich gerade eben hin? Da ist er doch. Habe ich doch gesagt beim Wasserfall. Oh Gott, wow. Das wollte ich eigentlich nicht. Was war denn die Nebenquest? Achso, irgendjemand ist... Achso, wahrscheinlich eine Träne oder sowas.
Ah ja. Hast du echt den weiten Weg gemacht? Oder den. Ja. Das auf dich genommen, um das abzugeben? Naja. Oh, sehr schön. Danke, dass du da gerade eben das Feuer machst. Das hat mir sehr geholfen. Das war knapp. Wow. Ah, naja. Egal. Stehen wir da auf und hauen weiter drauf. Zu viert sollte es halt, zumindest gerade eben zu dritt. Aber an sich zu viert sollte es auch richtig gut gehen gegen Rathalos. Weil er sich halt nicht wirklich auf ein Ziel konzentrieren kann. Ah. Okay, und weg. Danke, dass du mich nicht überrannt hast. Rathalos und weiter drauf. Ja gut. So viel dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt ist es halt ein bisschen eklig, wenn er fliegt. Ich habe leider gerade eben keine Blitzbomben dabei. Gut, wir haben... Au, wow, au. Das habe ich nicht mal kommen sehen. Das hasse ich halt auch so ein bisschen am neuen Rathalos, da er so, ja, der direkt wechseln kann zwischen halbfliegender und fliegender Phase. Kann man halt nie wirklich sagen, wann ist er jetzt in der Möglichkeit, mich jetzt mit diesem Greifen zu treffen und so. Vor allem, wenn er dann halt über was, wenn er dann halt über irgendwas drüber fliegt und dann halt die Höhe ändert, dann weiß man jetzt gar nicht, zumindest das bei mir gerade eben war noch so ein Halbfliegen, war aber kein richtiges Fliegen. Deswegen habe ich überhaupt nicht kommen sehen, dass er mich damit jetzt irgendwie treffen könnte. Das war halt das Problem. Okay. Ah, okay, und das sollte eigentlich beinahe auch hinüber sein. Ja, tatsächlich, er humpelt schon. Wunderschön. Wow, er durfte nicht mal humpeln. Ich habe mal eine Frage, wenn du bei Pharos 4 den Season Pass hast, bekommt man das neue Diff dann gratis? Was für ein... Was? Was ist denn ein Diff? Das neue Diff dann gratis. Keine Ahnung, was ein Diff ist. Au, ey, Blobfox, das war nicht nett. Da, so, Rache. Okay, und Tigi, der sollte dort unten kommen. DLC, ach so, das ist der Sinn vom Season Pass, dass du dann die DLCs bekommst. Was sonst sollte der Season Pass bringen? Hä? Hey, hol dir jetzt den Season Pass für alle DLCs und zahl dann die DLCs trotzdem noch. Season Pass heißt einfach bloß, dass du ein Produkt früher kaufst, also diesen Season Pass, und damit dann, sobald sie verfügbar sind, alles andere freigeschaltet bekommst. Meistens auch billiger als der Season Pass, vor allem wenn du am Anfang kaufst. Sehr, sehr früh. So war es zumindest bei Fallout. Ja, ich bin drauf. Sehr schön. Wunderschön. Hat gerade eben noch so geklappt. Ja, roll dich einmal durchs Gebiet, Tigi. Ist klar. Oh, ich habe ihn gar nicht gewunken. Verdammt. Stimmt ja. Hashtag Tigi winken. Na, können wir machen, sobald er wieder aufgestanden ist. Falls er wieder aufsteht. Weil jetzt ist Tigi winken ja gerade ein bisschen unspannend. Jetzt, wo er so da liegt. Aber machen wir gleich. Machen wir gleich. Hallöchen, Zizzo. Schön, dass du dabei bist. So, jetzt sollte eigentlich Agro sein, genau. Und jetzt, Gesten winken. Hallo, Tigi. Hallo. Und ich bin tot. Aua. Gut, ich meine, ich habe ihn umgeschubst. Da kann man erwarten, dass er nicht ganz so freundlich ist, wenn ich ihm winke. Ganz klar. Aber es war trotzdem notwendig. Nein, nein, nein. Ah, ich wollte gerade noch rollen. Ich war aber noch eine Combo drin, verdammt. So, heilen wir uns nochmal kurz. Und dann geht's weiter. 3,5 Stunden zu spät. Naja. Kommst ja gerade rechtzeitig zu Monster Hunter. So. Dann ist da nochmal. Wow, wie jeder gerade versucht drauf zu springen. Wer ist denn drauf? Ach, gar niemand? Okay, das ist merkwürdig. Okay. Warum musst du auch immer so früh anfangen? Es tut mir leid, Sizzo. Es tut mir leid.
Das war knapp. Da musste ich gerade eben noch so ein bisschen unter seiner Hand durchspringen. Okay, ich hasse diesen Sprung. Er ist immer so gefährlich. Ja, genau den. Schön, dass du ihn nochmal zeigst, Tigi. Schön, dass du ihn nochmal zeigst. So, und weiter drauf. Machen wir ihn platt. Da liegt er schon wieder. Vielleicht bekommen wir ja den Schweif. Darth Plagueis hat dieselbe Idee. Ja, verdammt. Oh Gott. Da brüllt er nur wieder. Kein großes Problem. Und, na, ich will ihn, ich will ihn eigentlich fast schon hier nicht töten. Wobei, wir kommen noch ran. Ich wollte gerade sagen, ich will ihn eigentlich hier nicht töten, weil wir dann nicht aufschneiden können, aber es geht. Würdest du vielleicht unter Umständen länger Monster Hunter machen? Nein, 3 Stunden Monster Hunter bleibt es. Finde ich eine ganz gute Zeit, weil nach 3 Stunden geht es dann irgendwann so ein bisschen auf die Nerven. Wenn du so um 18:30 bzw. 17 Uhr anfangen würdest, wäre das perfekt. Wenn du 18:30 oder 17 Uhr anfangen würdest, ich fange normalerweise 17 Uhr an, so. Und da unterscheidest du dich jetzt gerade eben um 1,5 Stunden, wann ich anfangen soll. Na, komm mal ran. Ja, wusste ich doch, dass du ran willst. Das habe ich in deinen Augen gesehen, Tigi. In deinen Augen. Na komm, machen wir so ein bisschen Solo. Schade, da kommen die anderen. Wäre zu witzig gewesen, wenn ich ihn jetzt Solo gekillt hätte. Na gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das war eine sehr gute Quest. Achso, 19 Uhr meinst du. Ich dachte schon. Hab mich vertippt. Ja gut, okay, das wäre so eher deine Zeit. Kann ich eher weniger, weil ansonsten müsste ich bis um 6 Uhr morgens streamen und das kann ich halt weniger. Oder ich mache dann halt einfach nichts mehr im Stream. Aber es gibt halt immer so viele Sachen, die ich streamen will, dass ich da ja fast schon keine Möglichkeit habe, sage ich mal, später anzufangen. Ich habe es ja schon dauerhaft von 18 Uhr früher, wenn man ja dran denkt. Ich habe überlebt, ja hast du. Und du hast gute Arbeit geleistet. Wenn man aber... Warte mal, wie rum stehst du denn gerade? So rum? Okay. Warte, nein! Du wurdest... Ah, schade. Ich wollte gerade zurückwinken. Willkommen zurück zu Serverslight. Ja, aber zumindest... früher habe ich ja immer 18 Uhr angefangen und das habe ich jetzt schon auf 17 Uhr erhöht. Einfach damit man die Sachen auch besser unterbringt. Und heute ist halt, ja, ein bisschen besonders wegen... wegen Pfingsten und so. Und deswegen... Ist Kibaru wirklich schon wieder reingekommen? Ja, ist er. Es ist erstaunlich, muss man sagen. Es ist wirklich erstaunlich. So. Oh, wow. Plus 2 Sachen von Tigi. Okay, der hat echt nicht viel gegeben. Na gut. Nur ein bisschen Müll, aber extrem viele Talismane. Nee. Experte plus 1. Nee. Schnell aufbauen und Schnitt, nein. Artillerie, nein. Feuerabwehr und Hunger, nö. Donnerwehr, okay. Alle weg. Sehr, sehr schön. Damit haben wir schon die erste Quest wieder geschafft.